Polizeibeamte aus der Einheit von Kiesewetter, Mitglied in der Ku Klux Klanzelle in Schwäbisch Hall. Einer davon, Timo H., war der Verantwortliche von Kiesewetter, also der diensthabende Vorgesetzte von Kiesewetter am Tattag und hielt sich quasi zum Mordzeitpunkt wenige hundert Meter Luftlinie vom Tatort entfernt auf. Der andere, Jörg W., wurde jetzt vom Untersuchungsausschuss vernommen, hat versucht, sich mit verschiedensten Erklärungen aus der Affäre zu finden, hat unter anderem gesagt, der Ku Klux Klan, an dem war er hauptsächlich interessiert wegen der Bibelauslegung vom Ku Klux Klan-Chef Achim Schmidt. Dieser Jörg W. wurde aber 2011 noch auffällig, weil er in einer Kneipe rassistische Lieder gesungen haben soll. Und es gab auch diverse Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn. Unter anderem wurde darin mal als unerträglicher Rassist bezeichnet. Diese zwei Beamten sollen von 2001 bis 2002 Mitglieder im Ku Klux Klan gewesen sein, also unterschiedlich lang, sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten rein und raus, aber zwischen in den Jahren 2001 und 2002 ausgetreten. 2005 haben sie dafür ein Disziplinarverfahren bekommen und wurden dann als Konsequenz gerügt. Vielleicht zum Einordnen, eine Rüge ist so ungefähr die mildeste Strafe bei einem Disziplinarverfahren. Das ist so ungefähr ein Ausdruck der Missbilligung, aber es bringt keine Konsequenzen mit sich im Prinzip. Jörg W. hat, glaube ich, auch noch eine Förderungssperre irgendwie für 2 Jahre oder so gekriegt. Genau, vielleicht zum Ku Klux Klan, zu dieser Ku Klux Klan-Zelle in Schwäbisch Hall. Die Zelle wurde gegründet von einem Achim Schmidt und einem Steffen B. Achim Schmidt hat sich extra in die USA geflogen, mehrfach, hat sich dort weihen lassen vom Ku Klux Klan zum Reverend Ryan Davis. Der war seit 1996 als V-Mann aktiv, auch vom Landesamt für Verfassungsschutz, im Nazi-Musikbereich, also nicht im Ku Klux Klan, sondern hat in diversen Nazi-Bands auch gespielt. Und was brisant ist, Achim Schmidt taucht auf einer Liste auf vom Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen als möglicher NSU-Unterstützer quasi. Also es gibt da eine Liste mit diversen Personen drauf, aber er ist die einzige Person aus Baden-Württemberg, die draufsteht. Und das ist nach wie vor auch ungeklärt. Es gab eine Befragung jetzt von jemand vom LKA zu dieser Ku Klux Klan-Zelle im Untersuchungsausschuss. Der hat sich geweigert, in öffentlicher Sitzung was dazu zu sagen, zu dieser Nennung von Achim Schmidt auf dieser Liste. Hat es dann in nicht öffentlicher Sitzung gesagt. Ich denke mal, das wird früher oder später noch rauskommen, was da der Hintergrund war. Dieser Ku Klux Klan hat, also es war kein Karnevalsverein, die haben sich regelmäßig getroffen zu ideologischen Schulungen auch, die dieser Achim Schmidt geleitet hat, haben unter anderem neue Mitglieder aufgenommen mit Schwüren in Kutte auf irgendwelchen alten Burgen oder in Kellern, haben dann mit Blut Verträge besiegelt quasi oder also Aufnahmeurkunden, wo sie auf die Erhaltung von der weißen Rasse geschworen haben und sind dann mit dem Schwert zum Ritter des Ku Klux Klans geschlagen worden. Das muss man sich nur mal bewusst machen, also da waren 2 Polizeibeamte Mitglied. Mitglied war aber auch ein V-Mann namens Corelli. Corelli ist relativ stark bekannt geworden, auch in den Medien. Corelli war bundesweit aktiver Nazikader, heißt eigentlich Thomas Richter. Bundesweit aktive Nazikader über viele Jahre hinweg, stand unter anderem auf der Garagenliste von Uwe Mundlos. Die Garagenliste, nur zum Verständnis, war, es gab ja diese Durchsuchung, wo diese Bomben gefunden wurden in dieser Garage, woraufhin der NSU untergetaucht ist. Da lag so eine Liste rum, wie man es halt früher gemacht hat, so eine Adressliste, da hat man noch nicht alle Kontakte im Smartphone gehabt. Und auf dieser Liste stand quasi das Who is Who der Nazi-Szene in ganz Deutschland. Die Polizei hat diese Liste niemals verwendet zur Fahndung nach dem NSU oder nach diesem untergetauchten Trio, sondern die lag irgendwie in der Schublade, wurde dann im Zuge von der Aufklärung rausgeholt und man hat quasi diverse Stationen auch dadurch rekonstruieren können im Nachhinein, wo der NSU sich aufgehalten hat. Dieser Corelli stand also auf dieser Liste, er hat selber behauptet, er stand nur drauf, weil er irgendwie Kassetten getauscht hat mit Rechtsrock und dann da mal eine Liste mit seiner Adresse ausgelegt hat und Mundlos dann da abgeschrieben haben muss. Das ist aber unwahrscheinlich, dass es so war. Der hat im Zuge seiner V-Mann-Tätigkeit insgesamt 300.000 D-Mark an Spitzelgeldern kassiert und hat, das ist jetzt im Zuge von dieser Untersuchungsausschusssitzung rausgekommen, damit auch andere Nazis finanziert, also er hat das nicht alles für sich behalten, sondern Achim Schmidt soll sich unter anderem von ihm Geld geliehen haben, um damit in die USA zu fliegen, also es war quasi ein Trip auf Staatskosten zum Ku Klux Klan, was im Nachhinein jetzt auch noch für Furore gesorgt hat, ist, dass dieser Corelli an das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz eine DVD übergeben haben soll. Und diese DVD soll beschriftet gewesen sein mit NSU-NSDAP, soll mehrere tausend Dateien, Bilddateien, Textdateien enthalten haben, unter anderem mit Bezügen auf einen nationalsozialistischen Untergrund der NSDAP. Kein direkter Zusammenhang irgendwie ersichtlich zu dem nationalsozialistischen Untergrund, der diese Morde begangen hat. Es ist aber auffällig, dass dass quasi der Begriff auch von Corelli benutzt wurde. Corelli hat dazu noch Webspace, also
zur Verfügung gestellt für diverse Nazi-Seiten. Eine davon war das Magazin Der Weiße Wolf. Das ist deswegen interessant, weil Der Weiße Wolf unter anderem, den fand wohl auch der NSU gut. Die haben den eine Spende zukommen lassen aus einem Banküberfall. Also die haben ja immer wieder, nachdem sie sich quasi selbst finanziert haben, dieses Geld aus den Banküberfällen weitergegeben in die Nazi-Szene und haben damit verschiedene Projekte quasi finanziell unterstützt, unter anderem diesen Weißen Wolf. Der Weiße Wolf hat dann als Reaktion darauf 2003 veröffentlicht in so einer Nebenzeile quasi Danke an den NSU, es hat Früchte getragen. Es ist aber nicht so, dass Corelli quasi selber für dieses Magazin geschrieben hat, wie im Raum stand, sondern er hat quasi den Webspace für den ihre Homepage zur Verfügung gestellt. In jüngster Zeit ist Corelli in die Medien gelangt, weil er tot ist. Er ist im April 2014 mit 39 Jahren gestorben. Angeblich an einem unerkannten Diabetes. Das ist schwierig zu beurteilen. Also ich halte es für sehr mysteriös und ich denke, da gibt es auf jeden Fall Aufklärungsbedarf. Es soll wohl so sein, dass Thomas Richter bzw. Corelli schon Tage vor seinem Tod irgendwie nach Ärzten gesucht hat im Internet. So, also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er tatsächlich krank gewesen sein kann. Es ist aber zumindest auffällig, dass quasi diese Zeuge, bevor er zu dieser DVD befragt werden konnte, einfach gestorben ist. Ein weiterer Hinweis noch zum Ku Klux Klan. Der wurde jetzt gehandelt in der letzten Sitzung vom Untersuchungsausschuss. Es sind unter anderem vorher in den Stuttgarter Nachrichten veröffentlicht, ist ein Artikel veröffentlicht worden, der einen Bezug hergestellt hat von einem Ehepaar F aus dem Raum Stuttgart zum Ku Klux Klan. Dieses Ehepaar F sind nicht einfach irgendwelche gewöhnlichen Leute, sind auch Polizisten. Es sollen quasi bei Achim Schmidt zu Gast gewesen sein und irgendwie da eine Ideologieschulung mitgekriegt haben und quasi einen Aufnahmeantrag für den Ku Klux Klan mitgenommen haben. Die wurden beide verhört am Montag, haben beide natürlich alles abgestritten und gesagt, ja, sie waren da einmal für eine halbe Stunde und irgendwie hätte versucht, den Mann anzuwerben, die Frau will davon nichts mitbekommen haben. Das ist also nach wie vor ein bisschen ungeklärt quasi, was da gelaufen ist. Die Artikel in den Stuttgarter Nachrichten nur am Rande sind dazu aber sehr empfehlenswert. Den Kontakt hergestellt zwischen dem zumindest Jörg W. und diesem Ehepaar F. und dem Ku Klux Klan soll ein Beamter, der in einem anderen Komplex vom NSU-Komplex oder in einem anderen Themenbereich vom NSU-Komplex in Baden-Württemberg wieder auftaucht, das ist ein Jörg B., der hat ermittelt in einem anderen Fall, zwar den Fall von dem getöteten oder dem toten Zeugen, Florian H. Jörg B. ist der Bruder von diesem Steffen B., den ich vorher erwähnt habe, der mit Achim Schmidt zusammen den Ku Klux Klan gegründet hat. Er hat jetzt schon zweimal ausgesagt vom Untersuchungsausschuss und sagt quasi, er kann ja nichts für seinen Bruder, der irgendwie schon lange in der Nazi-Szene aktiv war und er hat also nicht wissentlich diesen Kontakt hergestellt, seiner Aussage nach. Aber was zumindest belegt ist, dass der Kontakt von Jörg W. und diesem Ehepaar F. zum Ku Klux Klan über ihn zustande gekommen sein muss.